Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Sleeping Dogs. Es ist schön, dass ihr hier seid, liebe Freunde. Wir haben uns hier eingefunden, um heute eine neue Mission abzuschließen. Der Boss. Und das mit unserem schönen Lamborghini-Verschnitt. Es wird bestimmt ein großer Tag, ein Tag voller Spannung, ein Tag voller Action. Denn bei der neue Boss steht mit Sicherheit eine mega hochkarätige Mission an, die wir jetzt absolvieren wollen. We gotta do something about this, man. Shut the fuck up, Jackie. We gotta think. You gotta think. Shut up, both of you. Winston's gone. Right now, we gotta stick together. We just can't let the 18K get away with this. What makes you so sure it was 18K? We all saw them. They were definitely 18K. Even stupid Jackie knows that. You ever think maybe they were just trying to look like 18K? Look, we've had a few skirmishes with them lately, but nothing major. It doesn't make sense that they would do something this big. So who do you think it was? I don't know, but I'm gonna find out. And who the fuck are you? I'm here for Mr. Lee. I take it you've heard of Big Smile Lee. He's another Sun On Yi boss, Red Bull, just like Winston. Okay, what can we do for Mr. Lee? He has decided that for the time being, you may continue your operations in this area. But the percentage previously paid to Winston will now go to Mr. Lee. That's an interesting proposition. But I have a counteroffer from Mr. Lee. I'd appreciate if you relay this back to him word for word. Can you do that? You tell Mr. Lee that his people stay the fuck out of our territory, and in return, we'll let him live. I don't think he'll find that offer to his liking. I think you'll find that I don't give a fuck. You see our guest out, make sure he doesn't get lost. You'll regret this. I promise you that. Jetzt sind wir der neue Boss. Oh, da geht's aber direkt schon los. Zu ihrem Team gehen? Scheiße, werden wir direkt angegriffen von der Truppe von dir oder was? Was ist denn hier los, Alter? Oh, kill her, man! Killed her! Bam! Killed her, man! Was? Alter, ich hab die Frau getötet aus Versehen. Das wollte ich natürlich nicht. Ah, ich glaube, ich sollte mal zurückgehen und mich wieder hier auf Maus und Tastatur konzentrieren. Damit geht's einfach besser. Bam! Leg dich nieder, du kleiner Querschläger! So, Muni. Nachladen eben mal hier hinter diese Barrikade. Ach, runter, komm, scheiß drauf. Oh, das sind noch ein paar mehr, als ich dachte. Aber die können wir auch blind ausschalten. Ja, in blind schleichen. Komm schon, schön. So läuft das. Und jetzt hier, zielen. Schöner Headshot. Wir haben wieder weitere Gegner getroffen und wir werden auch noch weitere Gegner treffen. Würde der Russe sagen. Aber wir sind ja jetzt Chinesen hier in diesem Fall. Oh, Waffe ist leer. Nicht gut. Gar nicht gut in dieser Aktion. Zum Glück sind unsere Kumpels noch am Start. Aber die haben wahrscheinlich auch nur begrenzt viel Leben. Deswegen schnell hier die Pistole aufnehmen. Ja, bitte aufnehmen und zack, hier hinter wieder. Jetzt haben wir nicht mehr so viel Leben. Aber ja, noch weniger Leben nach diesem Kopfschuss. Würde ja lieber unsere Knarre wieder mitnehmen. Ich fand die eigentlich ziemlich geil, aber die verschwindet dann, ne? War ja eigentlich super. Komm, dann nehmen wir einfach dieses Gewehr mit taktischem Licht. Ach, Alter. Du bist ja ein Volltrottel. Hast uns auch noch dank dir in Rage gebracht. So, da kommen die Nächsten. Wie viele müssen wir denn hier noch erledigen, bitte, ne? Einmal blind rein in die Suppe. Schön. So, jetzt sollen wir den Vordereingang prüfen, aber erstmal rüsten wir uns hier weiter mit allen Bummen aus, die es hier gibt. Ist auch eine geile Knarre, oder? Guckt euch die mal an hier so. Yeah! Wei Shen räumt auf, der neue Boss. Lässt sich nichts sagen hier. Wir lassen uns natürlich nichts sagen. Alter Schwede! Get the car! Get the car! In der letzten Folge haben wir viel Kohle für ein Fahrzeug ausgegeben. Jetzt müssen wir wieder erstmal was verdienen.
Und deswegen können wir nicht einfach diesem fetten Big Smiley oder wie er heißt, die ganzen Anteile geben, die Winston früher gekriegt hat. Denn wir sind offizieller Nachfolger von Winston. Und wenn euch das nicht gefällt, ne? Dann fresst Blei, ihr Penner. Aber erstmal lade ich nach. Ah, der ist auch ein Feind. Meine Fresse, wie viele Burschen haben die denn auf ihrer Seite? Schöne Kopfschüsse am besten immer verteilen. Komm raus, du Wiesel. Kleiner Kackvogel. Habe ich ihn halt so hochgenommen. Den kriege ich auch so. Schön. So muss es laufen. So, wo bleibt das Fahrzeug, Jackie, hä? Da lebt noch einer von denen, glaube ich. Ach, Feind? Alter. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, das wäre Jackie. Der die Karre holen soll, wohlgemerkt. Shit, man, he's getting away. Come on, let's go. Oh, 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 oh. Step on it. Beifahrerziel. Mit S lehnen sie sich aus dem Fenster. Ich drücke S und lehne mich in keinem Fall aus. Alter. Das war doch wohl überhaupt nicht ernst gemeint jetzt, oder? Ich habe S gedrückt und springe aus einem aus dem Auto auf, weil ich A dann gedrückt habe. Kurze Zeit. Step on it. Dann machen wir es lieber mit linker Maustaste. Komm, machen wir es auf die altmodische Art und Weise. Du kommst mir nicht so schnell davon. Ich krieg das auch so hin. Hä? Take him out. Ich krieg das auch als Analogstick-Typ hin hier. Freunde. Scheiße, voll auf die Reifen am besten immer. Haha! Wieso noch probieren, auf uns zu ballern, obwohl ihr Fahrzeug gar nicht mehr fährt? Die lächerlichen Witzbolle hier. Und gerade eben ist die Mission nur gescheitert, weil die Steuerung wieder so crappy war und nicht, weil ihr so gut wart. Wollt ihr gar nichts einzubilden hier, Jackie? Was geht ab? Motorradfahrer umliegen oder was heute? Heute gibt's Moped-Ragout. Fahren aber schon selber gegen die Wand, die Vollidioten. Vollidioten! Ach du heiliger Bambino. Jetzt reicht's aber langsam mit diesem Würmern. Bams. Oh oh, da kommen weitere. Menschen, das alles mit dem Analogstick. Das ist der Wahnsinn hier. Oh oh. Ich könnte Munition gebrauchen. Ich hoffe, die lädt nach irgendwann. Denn so langsam haben wir ein richtiges Problem. Die Karre brennt. Alter, wie soll man das denn schaffen, bitte? Boah. Mission gescheitert? Boah, das ist aber echt tough hier. Das ist aber... Oh, ist aber tough hier. Probier's nochmal mit der Tastatur und der Maus. Und nochmal. Wir haben mehr Zeit. So, jetzt mit S aus dem Fenster lehnen. Das funktioniert aber nicht. Mit S. Mit S geht nicht. Also mit S kann ich mich nicht aus dem Fenster lehnen. Mit A steige ich nur aus. Deswegen muss ich jetzt was tun. Muss ich mit dem Analogstick machen. Weil sonst eine Karre ja schon wieder drauf geht. Die hat ja schon, ist ja schon jetzt am Dampfen. Das geht nicht gut. Oh oh, das geht nicht gut bei dieser Runde auch. Ist doch eine sehr schwere Mission, muss man sagen. Auch wenn die jetzt ganz gut waren, die Aktion, haben wir den vorher schon viel zu viel abbekommen. So. Ha, Alter, geil, geil, geil. So muss es rocken. Du musst die erledigen, die Typen, bevor die überhaupt dazu kommen, auf uns zu schießen. Aber die Waffe ist auch so schnell leer, dieses verkackte Magazin hier. So, jetzt bleib zurück. Bleib zurück. Du Alte. Hoho, Heiliger. Komm schon, wir kriegen das auch so hin. Trotz Analogstick. Bäm, immer schön auf die Reifen. Das hält die anderen auch auf. Zack. Da läuft nicht mehr viel bei euch, würde ich mal sagen, ne? Ja, schickt mir ruhig den Motorradfahrer hinterher. Der kann auch liegen geblieben sein hier. Zack. Wie viele sind das zur Hölle? Was ist denn für eine Gang? Wir radieren hier die ganze Bande aus, oder was? Ha! Diesmal nicht, Freunde. Diesmal nicht.
Oh, Backe! Das gibt Migräne am nächsten Morgen. Oh oh. Hinterher. Dich kriegen wir. No way you get away clean, Ponytail. No way. Kommt schon, macht Platz. Ich muss hinter dem Drecksack hier vorbei. Wow, zacke die Zacke. Der kann aber ganz gut klettern, habe ich das Gefühl. Komm schon, hier hoch, schnell, zup. Und hier rüber. Oh Mann, der gewinnt Vorsprung leider wieder. Aber ewig abhauen kann er nicht. Irgendwo hat selbst Hongkong ein Ende. Vor allem dieses virtuelle Hongkong. Erinnert mich so ein bisschen an unsere erste Verfolgungsjagd, die wir hier im Spiel hatten. Ach, Alter. Mann. Boah, zum Glück hatten wir eben ein bisschen Boden gut gemacht, denn jetzt sind wir auf jeden Fall Boden verloren. Komm schon, du musst schneller werden. Way. Nicht das Ziel aus den Augen verlieren. Puh, da hatten wir mal noch Glück gerade. Das wäre so ziemlich knapp geworden. Autsch. Möge der Bessere gewinnen. You're done. Are you done? Oh oh. Der ist ganz gut drauf. Alter, wie kann ich ihn davon lösen? Autsch! Du musst links wieder aufstehen. Bam! Scheiße, der ist ausgewichen. Wie hat der das denn gemacht? Von dir lass ich mir nichts sagen, Junge. Und jetzt. Ach, der löst sich sofort. Den kann ich kaum packen, den Burschen. Bäm. Dann kippt er da über die Palette. So, jetzt packen wir den. Komm, schon. Oh, fuck. Da konnten wir noch gar nicht mal so reagieren. So. Tell your boss, stay the fuck out of my territory. Fuck you, ey. Autsch. Das ist wahrlich noch nicht vorbei. Den Cops entkommen, dann wollen wir mal. Hong Kong Police Department, bleiben Sie stehen, sagen die ganze Zeit. Okay. What the hell? Komm schon, spring die Limo rein, Alter. Alter, das ist doch ein Witz jetzt. Die Cops sind hinter mir. Was war denn da los? Auf einmal springe ich aufs Dach, statt in die Limousine einzusteigen. Dabei war das so nicht geplant. Also manchmal weiß ich auch nicht. Manchmal machen mir die Steuerung hier in dem Spiel ein bisschen zu schaffen. Eigentlich ist es so super solide aufgebaut. Die Animationen sehen auch geil aus. Aber jetzt hier. So, jetzt einfach ganz locker drücken. Bloß nicht zu feste. Change your tongue, Shen. Miss Yang is a red pole. And she just saved your life. Miss Jang? Broken Nose Jang? My apologies, Madame Redpole. So why'd you bring me out here? I have heard a lot about you, Wei Shen. I will get to the point. You must realize that you cannot stand against Big Smile Lee alone. That's what everyone tells me. Roland Ho said I'd need other bosses to support me. Indeed. Nah, I believe in harmony, balance, peace, and I don't mind spilling a little blood to achieve it. With Uncle Po in the hospital, there's much uncertainty in the Sun On Yi. If he recovers, we will both be stable and strong. But if he dies? The 18K presents a very real threat. We cannot afford to appear weak. We will need to elect a new chairman quickly. You, for instance. Ah, Big Smile Lee represents a step backwards for the Sun On Yi. Why continue to force girls into prostitution and pornography when there are other, less archaic, more profitable ways for us to make money?
I have very different ideas about our future. I want to take the Sanonyi forward. But it would be unwise even for me to stand against Big Smiley unaided. Which brings me to you. Nah, we both appear to have the same problem, Wei Shen. And the opportunity to benefit if we work together. So it seems. I have my own reasons for hating Big Smiley's operation. Now, if you stand against him, you can count on me. Good. We will talk soon. 走头了哈, Wei Shen. Yo, yo, yo. Da haben wir wieder eine Missionchen abgeschlossen. Diesmal mit reichlich Triaden-Erfahrung. Da kriegen wir direkt Upgrades. 5000 Hongkong-Dollar und eine Nachrichtenstory. Drogen, Huren und Porno irgendwas. Wollen wir uns gleich nochmal reinziehen. Jetzt kurz zu den Upgrades. Ach, irgendein Wichser namens Nas zockt mich im Top-Glamour ab. Brauche Hilfe. Ja, das werden wir aber erst in der nächsten Folge machen können, dir zu helfen. Jetzt wollen wir uns erstmal kurz hier diesen Bericht reinziehen und uns den Upgrades widmen. Vorerst mal den Upgrades, damit ich das nicht wieder verplane. Und da haben wir Triaden-Upgrades, die wir neu freigeschaltet haben. Was haben wir denn da Schönes? Wei erholt sich schneller nach einem gescheiterten Konter. Okay. Dann machen wir das doch mal, oder? Mensch, haben wir schon viel, viel Bonuspunkte gemacht bei Triaden-Upgrades. So viel geht da gar nicht mehr, ne? Ansehen-Upgrades können wir uns ja auch mal... Also kriegen wir die... Ne, die kriegen wir automatisch, ne? Ja, die kriegen wir hoffentlich automatisch. Und nicht so wie die Nahkampf-Upgrades. Da müssen wir ja noch zu diesem Lehrer für. An dieser Klosterschule, dieser Martial-Arts-Schule. Gesundheits-Upgrades schalten wir automatisch frei, indem wir halt diese ganzen Gesundheitsschreine suchen. Sehr, sehr schön finde ich das. Und da haben wir ja auch schon einige gefunden. So, und jetzt noch kurz den Bericht reinlugen. In den Bericht reinschauen. Handy auf dafür. Berichte... Was haben wir denn da Schönes wieder für heute? Noch ein bisschen Lesestoff zum Abschluss dieser schönen Folge von Let's Play Dead Island. Hier, Drogen, Huren und Pornografie ist so genau das Richtige. Drogen, Huren, Pornografie, das sind die Eckpfeiler des organisierten Verbrechens in Hongkong. Seit mehr als 100 Jahren kontrollieren die Triaden nun schon den Drogenhandel und die Prostitution, auch diesen Massageclub, wo wir letztens waren. Was überrascht ist der Umstand, dass diese jahrhundertealten kriminellen Aktivitäten einem einzelnen Red Bull, einer der großen Triaden der Stadt, zu einer beispiellosen Karriere verholfen haben. Noch vor 3 Jahren war Henry Big Smiley ein einfacher Vollstrecker der Sonunji, der vor allem für seine Brutalität bekannt war. Für die Polizei und die Triadenführung war er nur irgendein Schläger, kein eiskalter, berechnender Geschäftsmann mit ernstlichen Karrierechancen innerhalb der Triade. Doch dann begann Lee, sich laut meiner Quellen innerhalb der Triadenabteilung des HKPD zu spezialisieren. Zunächst baut er einen bescheidenen Drogenring auf und benutzt ihn, um junge Frauen vorzugsweise aus der Oberschicht zur Prostitution oder zur Mitwirkung in Pornofilmen zu zwingen. Was für ein Schlingel. Ja. Ach komm, jetzt kann ich euch den Rest auch noch vorlesen. Später nutzte er seinen boomenden Pornoverleih, um Partnerschaften mit seriösen Filmproduzenten und Verleihfilmen einzugehen. Die Filmemacher wollten am lukrativen Geschäft mit dem Sex teilhaben und Lee hatte die besten Frauen. Der Gute, der Big Smiley, vielleicht ist der doch ein ganz netter. Im Gegenzug öffneten sich Lee die Tore einer milliardenschweren Branche, in der tagtäglich unfassbare Summen von einer Briefkastenfirma zur nächsten verschoben wurden. Für Lee waren das die perfekten Voraussetzungen, um sein Geld zu waschen. Und so dauerte es nicht lange, bis er auch das Geld anderer Sonunji-Funktionäre wusch. Wusch. Ich meine, das ist die Haare waschen, der Lee. Ach Gottchen, das ist ja noch richtig viel. Lees nächster Schritt war ein wahrer Geniestreich. Er ließ seine seriösen Partner aus der Unterhaltungsbranche in den Drogenhandel investieren und konnte auf diese Weise riesige steuerfreie Gewinne abschöpfen. Mit einem Mal war Big Smiley der wohlhabendste Gangster der Stadt und ließ selbst allein alteingesessene Triadenführer weit hinter sich, wie beispielsweise unseren guten Onkel Po. Laut eines Polizeisprechers, der unerkannt bleiben möchte, hat er sich mit Hilfe seines Vermögens eine Vormachtstellung innerhalb der Gang gesichert und gilt als zukünftiger Führer der Sonunji und aller anderen Triaden Hongkongs. Big Smile, unser neuer Feind. Und deswegen müssen wir uns hier mit dieser Mutti zusammentun. Mit dieser Lady, will ich mal sagen. Ja, und das reicht ja auch wieder für diese Folge von Let's Play Sleeping Dogs. Ich wünsche euch noch einen super Tag. Bis dann.